Aber wir haben natürlich auch euch eine Geschichte mitgebracht. Und zwar gibt es eine junge Stylistin, die Clarissa. Sie hat einen ganz besonderen Trip dieses Jahr gemacht. Für uns war es eine große Ehre, dass wir ihr dabei helfen konnten, ihren Traum zu erfüllen. Und deswegen möchte ich da gar nicht mehr dazu erzählen, sondern möchte Sie bitten, dass Sie Ihre Geschichte selbst erzählen. Genau, eben erstmal ein ganz großes Dankeschön an dich, Alex, dass ich hier die Möglichkeit bekommen habe, vor so einem tollen Publikum meine Geschichte erzählen zu dürfen. Ich darf euch heute meine Schule, die Modeschule Hallen, ein bisschen genau erklären, dann euch von meinem Amerika-Trip eben zu erzählen und euch meinen Blog vorzustellen. Genau, fangen wir mit meiner Schule an. Ich gehe in die Modeschule Hallen, in die fünfjährige HTL im Endeffekt. Nur, dass wir nicht den Schwerpunkt Maschinenbau oder irgendwelche Lebensmittelsachen haben, sondern dass wir wirklich als Schwerpunkt Visagistik, Hairstyling und Maskenbildner haben. Genau, wir enden diese Schule mit der Zentralmatura und schließen dann auch diese drei Lehrberufe ab. Dass wir dann das Theoretische, was wir lernen, auch in die Praxis umsetzen, haben wir einmal pro Woche einen Praxistag, wo dann auch wirklich Modelle zu uns kommen, wie in einem richtigen Friseursalon. Wir müssen dann von der dritten auf die vierte Klasse ein Praktikum machen und ich habe mich dann eben dazu entschieden, nicht nur meine fachlichen und theoretischen Kenntnisse zu verbessern, sondern ich wollte mich sprachlich auch ein bisschen fördern. Ich dachte dann als erstes so, ja, Great Britain vielleicht, aber da hat mir dann leider der Brexit einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil wir wussten nicht, wie ist das mit den Arbeitsverhältnissen genau. Und dann war so mein nächster Step Amerika. Ein bisschen naiv vielleicht, aber ich dachte mir, eigentlich habe ich nicht wirklich was zu verlieren und habe dann wirklich sehr viel Zeit in die Vorbereitungen investiert und es wurde dann wirklich möglich, auch nochmal hier ein Dankeschön an den Noah Wild, ohne ihn wäre das nicht möglich gewesen. Ich bin dann nach Washington gekommen, zur Paul Mitchell der School Tyson Corner Center und ja, auf dem Bild sieht man auch schon den unteren Bereich, das ist der Friseursalon. Es gibt dann auch noch einen oberen Bereich, das sind dann die ganzen Klassenräume. Und ja genau, es ist eben im Tyson Corner Center, das ist eines der größten, beziehungsweise das größte Einkaufszentrum Washington, beziehungsweise Washington-Umgebung. Und prinzipiell ist es so, dass wenn man in diese Schule hineinkommt, dass man einen Highschool-Abschluss haben muss. Sie haben mich zum Glück trotzdem aufgenommen und ja, dann kommen wir zu dem Starter-Kit. Jeder, der an dieser Schule anfängt, muss sich sein Starter-Kit kaufen. Das sind dann die ganzen Basic-Dinge wie Schere, Bürsten und so drinnen. Und ein iPad, was ich ziemlich cool finde, denn wir hatten keine Arbeitsblätter, sondern wir haben alles auf diesem iPad eben gemacht. Wir hatten da die verschiedensten Apps, wo wir dann unsere Sachen ausfüllen konnten. Und ja, genau. Oben sind eben diese Klassenräume und unten ist der Friseursalon. Und am Anfang hat man oben nur diese Theorie und kommt dann, wenn man eine bestimmte Anzahl von Stunden absolviert hat, runter in den Friseursalon, wo dann wirkliche Kunden zu einem kommen, die logischerweise wissen, dass man erst in der Ausbildung ist, aber an denen man dann wirklich aktiv arbeiten kann. Ja, ich durfte dann nach zwei Wochen auch runter auf den Floor und am ersten Bild sieht man noch meine erste Kundin. Ich war ziemlich nervös, weil ich nicht wusste, reichen meine Englischkenntnisse wirklich? Und ich war dann noch nervöser, weil die Dame dunkelhäutig ist und dann die Haarstruktur komplett anders ist als die der Europäer. Aber ich habe das dann wirklich echt gut gemeistert und die Lehrerin hat mir auch super nett geholfen. Und ja, am zweiten Bild sieht man mein erstes Balayage. Da war ich auch ziemlich nervös, weil Balayage ist jetzt nicht so die leichte Farbtechnik. Aber habe das dann wirklich auch gut hinbekommen. Und ja, am dritten Bild sieht man dann eine etwas jüngere Dame, die hatte wirklich so hüftlange Haare und hat sich dann wirklich für ihre Verhältnisse kurz abschneiden lassen. Und wir konnten dann wirklich die ganzen 40 cm Virgin Hair spenden. Dass meine Familie, Freunde, Bekannte, Lehrer auch mitbekommen, was ich da wirklich mache und ob ich überhaupt was mache, habe ich angefangen, einen Blog zu schreiben, clarissa-h.blog, und da habe ich dann wirklich alles festgehalten. Ich würde mich freuen, wenn ein paar da mal vorbeischauen würden, beziehungsweise mir auf Instagram oder Facebook folgen. Da sieht man dann auch die neuesten News, wann ein Beitrag kommt, ob ein Beitrag kommt. Und ja, ich würde mich freuen. Dann sehen wir noch im Bild, ich mit 2,5 Jahren, wie ich das erste Mal Jean-Paul Dechorian getroffen habe.
kaum zu glauben, dass ich jetzt wirklich 15 Jahre später in die polnische Familie eingestiegen bin. Und ich freue mich, dass ich das jetzt für euch präsentieren durfte. Und ich wünsche euch noch ganz viel Spaß mit No Against, stay positive.